Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu den Nerds. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir schauen einmal. Ich habe so zwei, drei Verbesserungsvorschläge bekommen. Einmal, dass ich den Raum hier ein bisschen umgestalten soll, möchte, tue. Hier der Eingang, der gefällt mir persönlich auch nicht so wirklich. Und da habe ich mir so zwei, drei Sachen überlegt gehabt. Weil es wurde auch gewünscht, dass ich Pool mit hier reinbaue, was eigentlich gar nicht so verkehrt ist, was mir eigentlich ganz gut gefällt. Oh, sehr schön. Einmal Geld bekommen. Oh, sogar Mariandos, sehr schön. Gut, was haben wir hier? Das ist abgeschlossen. Cool. Ah, ich bin halt bloß am Überlegen, wie ich das am geschicktesten unterbekomme. Ich könnte das hier versetzen nach da. Kann man eigentlich auch. Oh, ich will mal was ausprobieren. Mal gucken, ob das geht. Ich weiß nicht, ob es geht, aber wir probieren das jetzt einfach mal. So, wir nehmen uns jetzt einfach das hier. Und machen das hier so. Ja, hier so hin. So, okay. Dann hier so und hier so. So, das machen wir weg, aber da möchte ich gerne die Gegenstände trotzdem behalten erstmal. Im Inventar platzieren. Wir platzieren das jetzt alles mal im Inventar, dass ich mir das Zeug nicht nochmal kaufen muss. So. Dann wird das hier abgerissen. So. Muss noch ein Stück. So. Und, na, hier können wir vielleicht noch. Wir müssen ja bedenken, dass die Zimmer noch ein bisschen größer werden. Das heißt, obwohl, ja, komm, wir gehen, machen mal eins größer, aber mehr braucht Erik jetzt eigentlich gar nicht. Bei den anderen Zimmer denke ich mir noch was aus. Nee, komm, das reicht eigentlich, wenn das so steht. Ist ja Blödsinn. So, dann hätte ich nämlich jetzt gesagt, das sind wir zu weit. Da auch noch. So. Wie viel ist das? Drei. Dann muss hier auch noch einer weg. Dann geht das hier so. Ist fast schon zu groß. Hier der Eingang. Aber der geht sowieso nicht, sehe ich gerade. Weil wir müssten da noch einen rüber, wenn dann. Nee. So. Ah ja, so war richtig so. So. So sieht blöd aus. Ich bin noch ein bisschen am Austesten. Ich will jetzt erstmal gucken, wie schön das aussieht oder ob es überhaupt schön aussieht. Ich will nicht alles auf einmal wegmachen, ich will bloß einzeln wegmachen. Kann ich denn das jetzt nochmal einzeln wegmachen? Mit K? K kann ich es auswählen. Ich will nicht alles auf einmal wegmachen. Ich konnte doch. Hier kann ich einzeln wegmachen. Hier nicht. Wie bescheuert ist denn das? Okay, ja, dann ist das halt so. Okay, das habe ich weg. Dann hätte ich nämlich gern hier. Hallo? Hallo? Wieso? So. Manchmal geht echt. Nervig, dass das nicht richtig funktioniert. So, und hier will ich aber auf jeden Fall noch einen Eingang. Ich glaube, den mache ich dann doch wirklich. Ich
ziehe das jetzt hier runter. So. Oh, diese Scheiße, ne? Boah, das regt mich auf, wenn der das macht. So. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Jetzt ist halt bloß das hier ein ziemlicher Auf... Boah, der hat jetzt den ganzen... Naja, gut, man kann es ja wieder ganz easy wegmachen. Das ist wieder alles da. Dann ist das ja in Ordnung. Wieso kann ich das jetzt nicht wegmachen? Wieso geht das nicht? Das ist doch ein Scherz, oder? Wieso kann ich da jetzt nichts wegmachen? So geht's. Wieso? Das verstehe ich jetzt nicht. Nichts zum Ändern vorhanden. Will das Ding mich eigentlich verarschen? Sieht man zu arg. Kann ich das jetzt wegmachen? Auch. Alter, liegt das an dem Zaun? Ajo, liegt an dem Zaun. Wie bescheuert ist das denn? Naja gut, regen wir uns mal nicht auf. Das will ich weghaben. So. Geht das denn jetzt schon wieder nicht? Muss in einem Raum... Alter, ganz ehrlich? Das Spiel macht mich als richtig böse, ne? Aber richtig böse. Wieso geht denn das jetzt nicht, hm? Doch auch ein Raum. Wieso geht das hier nicht? Was stimmt damit nicht, dass das nicht funktioniert? Einzeln geht's. Das check ich nicht. Da wirst du doch Kira. Ist es, weil ich... Moment. So. Wir machen das jetzt mal so. 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 Und jetzt ist es, denke ich mir, ein Raum. Wenn nicht, flippe ich aus. Jetzt geht's. Das soll mal einer verstehen. Hat sie recht. Die machen das so kompliziert. Und das ist jetzt wieder kein Raum, ne? Muss in einem Raum. Ist ein Raum, ist das dann jetzt ein Raum? Nee, ist kein Raum. Hier stimmt, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann doch nicht sein, dass es hier solche Probleme gibt. Beim Platzieren von ein bisschen Boden. Ja, drehst du ab, Herr. Da drehst du ab. Ich könnte mich jetzt gerade voll aufregen, wegen dem Quatsch hier. So. Egal, wir haben es ja doch noch geschafft. Oh. So. In der Hoffnung, dass das überhaupt funktioniert, was ich hier vorhab. Ja, funktioniert. Wunderbar. Wenigstens etwas. So, aber so wie ich mich kenne, so wie ich das jetzt mir vorstelle. Verdammt, wir sind hier unsynchron.
So. Und symmetrisch, nicht unsynchron. Vor lauter, lauter. War ich schon sauer. Große Hecke, kleine Hecke. Boah, das ist doch. Es tut mir echt leid, dass ich mich gerade so tierisch über das Spiel aufreg, aber an manchen Stellen ist das echt ziemlich bescheuert, ne? Das sind wir jetzt mal ganz ehrlich. Das ist schon teilweise echt. Echt dumm, ne? So, so, so. Ich mache ja jetzt nichts, was zu viel verlangt ist von dem Spiel. Ich will ja eigentlich bloß hübsch einrichten. Mehr will ich ja gar nicht. So. Will einfach nur, dass es ein bisschen hübsch aussieht hier. So. Gartenpflanzen. Ne, der Elefant ist jetzt zu übertrieben. So. Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So, Bäumchen brauchen wir jetzt nicht zu platzieren, obwohl der eigentlich sehr. Oh, der ist aber riesig. Was ist damit? Oh, auch groß, aber auch schön. So, jetzt haben wir hier den Platz, wo gar kein Platz ist, wenn man es so sieht, ne? Müssten theoretisch das Ganze noch ein Stück vorbringen. So ist gut. Das gefällt mir nicht. So, Alter. So, hier ist so der Eingang jetzt, ne? So richtig schön finde ich den jetzt halt, ne? So, gut, Pool können wir uns jetzt doch nicht mehr leisten. Mit 3800 sind wir dann doch ein bisschen zu wenig. Aber. Okay. Ein bisschen Giftgrün, hm? Glaube ich. Ich färbe das wieder noch. Obwohl mein Rasen ist einfach nur grün. Richtig schönes, helles Grün. Komm, dann färben wir hier außen auch noch grün. Das kostet ja nix. Hoffe ich. Nee, kostet nix. So. Wunderherrlich. So. Richtig schöner grüner Spielrasen, ne? Richtig toll. Ja, so muss das sein. So, dann brauchen wir. Ist doch egal, ich nehme auch einen grauen. Hier so, hier so, hier so, hier so und hier so und hier so. Was ist das? Nein. Deko. Gibt es hier, so spaßeshalber, eigentlich einen Vogel? Oh, schön. Ja, unnötig, aber es ist dekomäßig eigentlich sehr schön. Ein Vogelbäckchen. Vogelbecken, nicht Bäckchen. So, jetzt brauchen wir noch Lampen für hier vorne. So. Und vielleicht. Oh. Oh. Vielleicht ein bisschen Farbe, ne? So, hier ist Farbe dran. Was haben wir hier? Hier machen wir die Farbe mit dran. So, dann hätten wir gerne noch ein paar Fenster vielleicht hier. So, hier eins. Hier zwei. Und vielleicht in den Garten auch nochmal.
Ah, jetzt weiß ich, was sie meint. Okay, die kommen weg. Die passen sowieso nicht so schön wie die hier. So. Ja, auch noch? Nee, hier keine Fenster. Hier die Fenster, sie werden blöd. So. Ich habe gesagt bekommen, das Haus ist ein bisschen arg groß. Also in den Kommentaren stehen gehabt. Aber da kommt ja auch noch viel, viel mehr rein, ne? Es muss ja jetzt erstmal alles finanziell passen. Ne? Wir hängen jetzt einen großen Garten. Ich weiß zwar nicht für was, aber eigentlich wollte ich ja da einen Pool reinmachen, aber naja, gut. Vielleicht ein anderes Mal. Und ich glaube, mir hat das mit den Steinen hier eigentlich doch besser gefallen. Das hier. Jo. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Kann man doch fast schon. Und doch hier noch ein bisschen. Nee, das sieht falsch aus. Das gefällt mir nicht. Aber so Blümchen hier so, sowas. Boah, das sind so dunkle Flecken. Das ist auch nicht schön. Dann lieber richtige Blumen reinsetzen. Kommt aber alles später. So, jetzt würde ich erstmal sagen, was ist das? Ah, Radiergummi. Okay. Eine Testweise? Ah ja. Gut, dann machen wir mal hier weiter. So. Obwohl die Folge jetzt auch schon fast 18 Minuten lang geht. Aber das macht ja nichts. Wir gucken mal, wie es denen so geht. Ach, wir könnten noch. Ja gut. Könnten noch. Hier aus dem Inventar. Ach, hier habe ich noch Lampen. Ich habe hier noch Lampen. Lampen. Eins, zwei, drei, vier für genug Licht. Dann brauchen wir noch eine Garderobe. Die hängt so hoch. So. Ah, ich wollte gerade sagen, ne? Ein leeres Bild. Was ist denn jetzt los? Ach, und da sind auch noch Lampen drin gewesen. Okay, die lassen wir mal drin. Sieht das sehr unterschiedlich aus. Okay, so geht's. So sieht's gut aus. Okay, wunderbar. Wunderschön, sag ich da bloß. Wunderschön. Okay, ich weiß, es ist hier wirklich ein bisschen leer, aber ich persönlich mag es ja lieber, wenn die Räume groß sind. Oh, dumm. Ach, du musst arbeiten, okay. Ich mag es ja lieber, wenn die Räume groß sind und man einfach viel Platz hat, wenn nicht alles so vollgestopft ist einfach. Finde ich einfach sehr gemütlich. So, Jenny, was ist mit dir? Du gehst gerade essen. Pfannkuchen essen, okay. Was ist mit dir? Könntest du mal auf die Toilette gehen? Ja, und danach kannst du mal gucken, was du machst. Wo sind eigentlich die anderen alle? Okay, Bracalone pennt. Man muss ja anfangen zu arbeiten. Der hat jetzt erstmal 2 Tage frei, okay? Dann braucht er jetzt nicht schlafen, ganz ehrlich. Genauso wie Erik? Na jo. Der braucht auch nicht pennen. Wieso pennen die, wenn die so viel Zeit haben? Bacalone ist da eher der Langschläfer. Steh auf. Ach, hör auf, Ockspann, das heißt, alles in Ordnung. Alex ist zu Hause. Oh, er verdient 133. Sehr schön. Gestern noch mit ihm drüber geredet gehabt, dass er so wenig verdient. Die Küche ist mir sehr gut gelungen, finde ich. Sieht sehr schön aus. Meiner Meinung nach. Der Rasen ist schon eklig grün, oder? Ja, komm, das tun wir jetzt noch. Das gefällt mir irgendwie nicht.
Okay, komm, wir nehmen mal den Radiergummi auf groß. Alter, was für ein Geräusch. Als würde gleich ein Alien aus der Ecke rausspringen oder sowas. So. Alter, das erinnert mich wirklich an einen Alien. So, okay. Dann aber auch wieder den hier auf, nee, eine Größe niedriger, so. Sieht ein bisschen anders da aus, aber es ist ja nicht so tragisch, denke ich mir. So. Mastbrunnen kann nicht unter etwas platziert werden. Oh. Okay. Ich will ja jetzt nicht sagen, dass ich ein reicher Bonze wäre, aber das kommt einem schon richtig reich als Bonze vor, ne? So. Feuer, okay. Brauchen wir jetzt nicht. Das auch nicht. Das sieht sehr, sehr schön aus. Gefällt mir echt gut. Da muss man ja die ganze Zeit pinkeln. Warte mal, Bracalone, wo bist denn du gerade? Hier. Ach ja, mit Tina, genau, mit Tina ist er zusammen. Gut. Okay, das war wieder viel Gebaue, aber das ist halt nun mal so, auch bei den Sims. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei den Nerds. Bis dahin, haut rein!